Das Theaterstück Grenzgänger und der Rhein des Burg Tanztheaters ist ein außergewöhnliches Theatererlebnis und weit mehr als eine herkömmliche Aufführung. Es ist ein performativer Spaziergang, der durch die Grenzorte Lusternau und Au führt und dabei die historische und aktuelle Verbindung über den Rhein hinweg beleuchtet. Straße hat hier lang geführt, da vorne stand das Zollhaus, hinter dem Zollhaus stand die Holzbrücke, die Au und Lusternau verbunden hat. Ich erinnere einen Brand, die eine Brücke brannte. Ich erinnere einen tiefen Riss, die andere Brücke riss man ab. Das Besondere an diesem Theaterstück ist seine einzigartige Inszenierung. Es findet draußen statt und nutzt verschiedene Orte als Bühne, von Brücken bis hin zu Straßen und Uferwegen. Diese Form des Theaters, auch bekannt als Spaziertheater, integriert Tanzelemente und viel Poesie, um die Geschichte der Menschen und Orte lebendig werden zu lassen. Die Zuschauer werden eingeladen, gemeinsam mit den Schauspielern, Tänzern und Musikern zu wandern und dabei eine fiktive Geschichte zu erleben, die von den realen Erinnerungen und Erzählungen der Menschen aus der Region inspiriert ist. Es ist ein interaktives Erlebnis, das Grenzen überschreitet, geografisch und emotional. Im Zentrum der Geschichte steht die wohlhabende Unternehmerin Arabella Haselbrunner, die eine großzügige Spende für die Gemeinde Au ankündigt. Die Aufregung ist groß und der Präsident der Gemeinde versucht, ihr die Vorteile der Investition darzulegen. Bürgerinnen und Bürger aus Au und Lusternau hoffen auf neuen Aufschwung für die Region. Doch es entbrennt eine lebhafte Diskussion über die Bedeutung politischer Grenzen und die Zukunft des Lebens am Rhein. Man schaut auf alles hinunter. Auf Au, auf Lusternau, auf den Rhein. Man schaut bis zum Bodensee. Kein Lärm, nur schöner Ausblick. Nun, jeder ist mal schlecht in Form, aber dafür gibt es ja jetzt Sie. Sie investieren, Sie bringen die Region wieder auf die Beine, damit Au wieder auferstehen möge. Blühen möge. Blühen, Frau Haselbrunner. Blühen! Ich sprach mit Brigitte Walk, die das Stück inszeniert, über die Premiere und die Herausforderung, die ein Outdoor-Theaterstück mit sich bringt. Frau Walk, heute ist die Premiere von Grenzgänger und der Rhein. Wie fühlen Sie sich? Nervös? Nervös, weil das Wetter so unwägbar ist und weil wir doch Szenen Outdoor alle spielen und nicht wussten, wie sich das gestaltet. Nervös nicht wegen der Dinge, die wir machen, weil ich habe wunderbare Schauspielerinnen, Tänzerinnen, Musiker und die sind alle gut vorbereitet und haben große Freude und freuen sich, was da heute auf uns zukommt. Die freie, professionelle Theaterkompanie hinter Grenzgänger und der Rhein ist bekannt für ihre einzigartigen Projekte. Sie erzählen Geschichten von Orten und Menschen, oft in Form von Theaterspaziergängen. Ja, wir sind eine freie, professionelle Company. Die Leute spielen an allen möglichen Theatern zwischen St. Gallen, Bregenz und Wien. Und wir machen sehr viele Dinge vor Ort. Also wir erzählen Orte oft mal. Also wir gehen durch Hohenems in einem Theaterspaziergang, erzählen vom Wasser, erzählen von den Nibelungen auch. Wir spielen in Lusternau seit vielen, vielen Jahren und beim letzten Mal haben wir immer wieder darüber geschaut und haben das Gefühl gehabt, hey, Au ist eigentlich so nahe und die älteren Leute haben so viele Geschichten erzählt, wie man früher so fußläufig und regional über diese Grenze gekommen ist und da gibt es ganz, ganz viele Erinnerungen und das hat mich sehr interessiert. Das Stück beleuchtet die historischen und gegenwärtigen Beziehungen zwischen Lusternau und Au.
Es zeigt, was die Menschen verbindet und was sie trennt. Es geht darum, wie geht's den Beziehungen zwischen Au und Lussenau? Was bindet die zusammen? Was trennt die auch? Was ermöglicht es, dass man zusammenkommt? Und was macht's vielleicht auch schwierig? Also wir haben ältere Menschen gefragt, wie war das früher? Und die haben erzählt, wow, da im Isarbändli gab es einen Stammtisch, da drüben gab es eine Disco. Die Schweiz war so ein liberaler Ort. Das haben die uns alle erzählt. Und das hat aber auch mit den eben fußläufigen Brücken zu tun, die es gab. Und die Leute heute, die wir auch gefragt haben, die erzählen, ja, es ist halt diese internationale Brücke jetzt, wo der internationale Schwerverkehr geht und man kommt nicht mehr so leicht. Also man läuft nicht mehr so einfach da drüber oder zieht die Rodel drüber im Winter und solche Dinge. Und natürlich diese neuen Herausforderungen, was man gemeinsam meistern muss, Resi, alle diese ganzen Dinge, die da auf uns zukommen, das ist Thema im Stück. Verkehr und wie wir auch gut zusammenkommen. Mich interessiert so die Grenze sehr zwischen der Schweiz und Vorarlberg. Ich merke auch, dass das eine relativ starke Grenze ist eigentlich, obwohl ich das nicht so erwartet habe. Und ich weiß, dass das kulturell und historisch lange Zeit verbunden war und ganz anders war. Und jetzt kenne ich die Rheinregulierung und weiß, was mit dem Rhein gemacht worden ist und weiß auch, wie wichtig die Verkehrswege sind. Und ich bin sehr, sehr engagiert im Widerstand gegen ein großes Straßenprojekt, der S18, und weiß, dass es bessere Lösungen gibt für die Schweiz und auch für Vorarlberg. Und darum interessiert mich das Thema ganz besonders. Also ich bin sehr, sehr interessiert daran, mehr zu erfahren über diese Geschichte und über die Hintergründe und das zu begehen. Ich finde den Ort Au auch sehr interessant und ich finde die Lusten auch sehr interessant und auch die Beziehungen, die die Orte zueinander haben. Ich finde die Idee wirklich interessant und vielversprechend, weil mich das sowieso interessiert. Ich bin jetzt nicht unbedingt von hier, aber schon lange wohne ich in Vorarlberg. Und mich interessiert die Geschichte. Das scheint mir sehr aufregend zu sein, wie das früher gelaufen ist mit dem Zoll und mit dem Schmuggeln und mit dem allem. Ja. Das Konzept, das finde ich ja ausgesprochen originell. Und ich verspreche mir da schon einige interessante Fakten, was ich da sehe, oder eine interessante Zeit. Wir haben dich hier! Bis zum Fluss, bis zur Grenze! Als ob das Land ein Körper ist, den man spürt. Ah! Österreich und Schweiz! Zwei Körper aneinander! Hier berühren sie sich. Vielleicht ist das Problem. Dass man von seinem Nachbar immer etwas wollen, wünschen, hoffen muss. Nicht so laut! Kehr bitte die Einfahrt! Achtung vor dem Hund! Die Kinder dürfen hier nicht spielen! Die Hecke steht zu nah an unserem Grund. Dann lasst uns doch endlich sagen, rechtes Ufer und linkes Ufer, da gibt es keinen Unterschied. Aber die Vorstellung, dass ich jetzt gleich in Österreich herumgehe wie in der Schweiz, das ist, als würde ich einer anderen Person den Finger irgendwo hineinstecken. Das ist ein Ineinander. Nein, das kann nicht sein. Ein Ineinander wollen wir nicht. Wir haben deshalb hier ganz klar, genau definiert, nicht übersehbar, eine Grenze gezogen. Die Grenze ist die Flussmitte. Der Fluss ist die Grenze. Wer rechts im Rhein schwimmt, ist Österreicherin. Wer links im Rhein schwimmt, ist in der Schweiz, Rheintalerin. Aber damit es hier nicht zu einer Verwirrung kommt, was ja leicht passieren kann bei dieser Verabredung, deklarieren wir nun den Rhein zu einer schwimmfreien Zone. Im Rhein kann nicht geschwommen werden! Die
Die Idee für das Stück entstand aus früheren grenzüberschreitenden Projekten und den besonderen Umständen der Pandemie. Also wir haben schon sehr viele Stücke grenzüberschreitend gemacht. Ich habe einmal ein Stück gemacht, da sind wir mit einem umgebauten Zug der ÖBB von Feldkirch über Liechtenstein nach Buchs gefahren und haben auch über die Grenzorte und die Grenzsituation geforscht und dann ein Stück daraus gemacht. Und diesmal war es eben so, dass wir in Lustenau noch mal was gemacht haben, Open Air, war auch der Pandemie geschuldet. Und dann haben wir gesagt, hey, der Schweizer Berg, das haben die Lustenauer so erzählt, das ist unsere nächste Gelegenheit, da auf einen Berg zu gehen. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns doch noch einmal über die Grenze gehen. Und vieles war halt während der Pandemie auch abgeschnitten. Also es sind viele Beziehungen, ich habe da viel inszeniert, auch auf der Ostschweizer Seite, viele Beziehungen sind ja eingeschlafen. Und das beleben wir wieder ein wenig. Grenzgänger und der Rhein vermittelt mehrere Botschaften. Von der Wichtigkeit der Zusammenarbeit bis hin zur Pflege und dem Aufbau neuer Beziehungen in der Grenzregion. Also zum einen ist eine Botschaft, was man sieht. Man sieht Leute aus Au, aus Lustenau, also von beiden Seiten des Rheins, die miteinander was spielen und die Interesse haben, auch miteinander wirklich gut ins Gespräch zu kommen, Freundschaft zu pflegen und so weiter. Eine zweite Botschaft ist vielleicht eben, wir sind eine Grenzregion, aber wir sind sehr nahe. Und es lohnt sich auch mal noch zurückzuschauen, was mal war und auch neue Beziehungen aufzubauen. Und vielleicht muss man dann auch neue Verkehrsformen finden, in jeder Hinsicht, wie man auch zusammenkommt. Was waren so bei dem Stück die größten Herausforderungen und wie haben Sie die gemeistert? Wir haben das Glück gehabt, wir möchten gern über den Rhein kommen. Und dann haben wir uns alles mögliche überlegt. Eine Fähre wie in Basel, weil das halt einfach so schön ist. Und dann mussten wir halt auch feststellen, ne, das ist eine internationale Grenze. Also da gibt es einfach eine EU-Außengrenze, die ist nicht so leicht zu überwinden. Wir haben dann mit der Wasserrettung auf beiden Seiten gesprochen und die waren so freundlich und haben gesagt, ja, sie können jetzt nicht ein Publikum hin und her nehmen, aber sie können uns die Künstlerinnen im Boot fahren lassen. Und das machen wir. Das war eine große Challenge. Dann auch mit dem Bus über die Grenze zu kommen. Wo geht man da? Also wie kommen wir über die Grenze mit Publikum, mit den Schauspielerinnen, mit den Tänzerinnen? Wie machen wir das? Wir haben jetzt Glück und können die Leute in einem Bus mitnehmen. Die RTB fährt uns dort. Im Bus erzählen wir auch nochmal Geschichten. Die Leute waren alle unglaublich freundlich, unglaublich zuvorkommend und haben uns unglaublich unterstützt. Das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Das Wetter, diese Unwägbarkeit des Wetters, das hat uns ein wenig belangt, das auch in letzter Zeit, weil halt Proben oft einmal verregnet waren. Ihr habt auch ganz spezielle Kostüme bei dem Stück. Wie kam es dazu und warum? So auffällig? Ja. Also im Freien muss man schon auch Farbe bekennen. Im Freien muss man sichtbar sein. Da muss man einfach sagen, okay, das ist eine Behauptung, wir sind das Theater und wir sind jetzt nicht Alltag. Auf der anderen Seite haben wir durch diesen langen Aufenthalt hier und natürlich auch drüben in Lustenau das Gefühl gehabt, wow, going west. Also wenn man in den Westen geht, dann ist es schon aufregend und vielleicht hat es ein bisschen was von Western. Das hängt auch mit diesen Geschichten zusammen von früher. Man geht ein bisschen in den wilden Westen. Das hat uns inspiriert. Und dass es so etliche so Rockerclubs da gibt. Da gibt es doch einige. Das fanden wir auch total spannend. Und das hat dann die Stimulation gegeben, so zu sagen, Kostüme, Ausstattung. Ja, und natürlich auch, weil die Geschichte ein wenig anstreift an dieser Dürrenmatt-Geschichte, der Besuch der alten Dame, Claire Zachanassian, die sagt, sie kommt von drüben und sie möchte jetzt gern da in dem Dorf was investieren mit einer Bedingung. Das haben wir uns als Motiv genommen und dann haben wir gedacht, ja, die haben sich jetzt einfach cool hergerichtet. Die haben sich jetzt einfach super hergerichtet für den Besuch der Dame aus, in unserem Fall, Wien. Okay, super, das hört sich gut an. Vielen Dank, Frau Wack, für die Zeit und eine erfolgreiche Premiere. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir hoffen, bitte, liebes Wetter, hilf uns. Ich bin zuversichtlich. Danke auch. Das Wetter hielt bis zum Schluss. Erst als der Bus die Gäste zurück nach Au brachte, öffneten sich die Wolken. Das Stück endete unter dem begeisterten Applaus der Premiere-Gäste. Nein, es hat mir hervorragend gefallen. Es war großartig. Es ist wunderbar. Eines der besten Theater, die ich
seit langem gesehen habe. Ich bin beeindruckt, wirklich. Gibt es eine bestimmte Szene, wo Ihnen besonders gefallen hat? Es hat mir alles gut gefallen. Ja. Das ist was Besonderes. Also der Schluss war sehr speziell. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Alles, ja. Dort am Wasser? Das. Ja, das war großartig. Sehr, sehr schön. Ja. Grenzgänger und der Rhein zeigt auf beeindruckende Weise, wie Theater Grenzen überwinden und Menschen verbinden kann. Ein Stück, das daran erinnert, die Vergangenheit zu schätzen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie Grenzgänger und der Rhein selbst erleben möchten, haben Sie noch die Gelegenheit dazu. Weitere Vorstellungen finden am 3., 4., 5. und 11. Juli statt.